Ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist Samstag, 18.30 Uhr und der MCC-Gottesdienst beginnt mit diesem Vorspiel. Wie ihr alle wisst, oder vielleicht wisst ihr es nicht, unsere Sommerzeit endet heute. Morgen früh oder in der Nacht wird die Uhr zurückgedreht. Wir gewinnen eine Stunde. Also es heißt, eine Stunde länger schlafen. Als zweites gilt abzukündigen, und zwar, das habt ihr alle in eurem Programm drin, und zwar den Rosa Detlef. Und zwar findet er am Sonntag, den 15. November um 16 Uhr statt. Also, so wie es aussieht, findet es statt, oder Axel? Ja. Ja, gut. Und des Weiteren, ein Tag davor, das ist ein Samstag, findet um 16 Uhr ein Leiterkurs. Also ein Leiterkurs, das was ich jetzt mache, dass man den Gottesdienst leitet, moderiert, das beginnt dann um 16 Uhr am 14., den Samstag vom Gottesdienst. Und mit den Corona-Regeln kennen wir uns ja alle aus und irgendwie ja, macht es einen schon ein bisschen mehr als ein bisschen zu schaffen. Und es ist schon recht mühsam, aber ich denke einfach, was sein muss, muss sein mit Masken und mit Abstand. Ja. So bitte ich euch, kommt langsam zur Ruhe. Kehrt in euch. Und ich möchte euch nochmal begrüßen, nicht in meinem Namen und nicht im Namen der MCC, sondern in seinen Namen, in ihren Namen. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir wollen beten. Guter Gott, danke, dass du uns wieder zu dir rufst. In deine Gegenwart hinein. Danke, dass du uns Zeit gibst, Zeit mit dir und Zeit miteinander. Erfülle du nun unseren Gottesdienst mit deinem Heiligen Geist. Lass uns immer wieder neu spüren, dass du uns verändern willst. Öffne unsere Augen, dass wir die Ungerechtigkeiten in unserer Welt sehen. Und fülle unsere Herzen mit neuen Ideen, mit Mut, wie wir deine Gerechtigkeit und Liebe in der Welt leben können. Amen. Nun kommen wir zu unserem Friedensgruß. Der ist ja auch ziemlich eingeschränkt hier. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ganz herzlich möchte ich unseren neuen Gast begrüßen hier, der heute zum ersten Mal da ist. Herzlich willkommen. Vor lauter Masken ja, ist mir das durchgegangen. Herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle haben wir unseren Friedensgruß und den haben wir einfach bitter nötig, weil wenn man so sieht oder auch nicht sieht und hört und auch nicht hört, es geht einfach übelst zu. Selbst, ja, in den kleinen Familien hinein, zum Beispiel haben wir auch, haben wir einen Sohn, der ist auf einer anderen Linie, der meint, es ist alles halb so schlimm und so weiter. Ich will gar nicht auf das Thema groß eingehen, aber es gibt halt immer wieder Diskussionen und Unterschiede und ja, es ist einfach so, wir brauchen den Frieden. Wir brauchen den Frieden von Gott, wir brauchen den Frieden in unseren Herzen und den sprechen wir uns jetzt zu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Jesus sagt, den Frieden gebe ich euch, aber nicht wie die Welt, sondern ich gebe euch meinen Frieden, damit wir stille werden im Herzen und Frieden verbreiten können. Amen.
winkt einfach einander zu und ja, Friede, Friede. Wir hören nun die Lesung von der Susanne. Die Lesung stammt aus Markus 10, die Verse 2 bis 12. Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir unter deinem Wort sind, dass wir dein Wort hören dürfen, das Kraft hat, das Auswirkung hat, ja, das Neue schafft. Veränder du unsere Herzen, zeig uns immer wieder den Weg neu mit dir und salbe den Peter seine Lippen und schenke ihm die Worte, die von dir kommen, die ich, die wir brauchen. Segne ihn und sei du mit ihm. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wer mich schon hat predigen hören, der weiß, dass ich mir die Predigttexte nicht selbst aussuche. Ich halte mich an die Perikopenordnung der evangelischen Landeskirchen. Warum? Also das ist zum einen spannend, weil ich muss mich dann mit Texten auseinandersetzen, die ich sonst nicht so unbedingt auf dem Schirm hätte. Das kann aber auch schwierig sein. Man kann mit dem Text konfrontiert werden, der einem überhaupt nicht schmeckt, der wie ein Stein im Magen ist, wie ein Kloß im Hals. Und so ein Text, ich gestehe es, haben wir heute. Warum? Na, zum einen dieser Text, ich spreche es offen an, die Ehe erwähnt im Zusammenhang mit Mann und Frau und damit natürlich einen Kernpunkt des queerpolitischen Themas berührt. Und zum anderen, weil ich sehr persönlich betroffen bin. Ich bin geschieden. Und auch wenn ich damals nicht kirchlich verheiratet war und meine Partnerschaft jetzt auch nicht, ehemäßig verbrieft ist, ich fühle mich schon trotzdem angesprochen. Bin ich ein Ehebrecher? Versündige ich mich? Hier geht es um die 10 Gebote. Also ich habe mich entschieden, der Text geht nicht. Und habe mich dann umgesehen. Was gibt es sonst noch für Texte für den heutigen Sonntag? 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Diensten des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das hat was mit mir gemacht.
Den Prozess im Einzelnen zu erläutern, das würde die Predigt hier sprengen. Aber das Ergebnis ist folgendes. Wenn ich wirklich von meinem Glauben überzeugt bin, davon überzeugt bin, dass Gott existiert, dass Gott Einfluss nimmt und dass dieses Buch, das wir Bibel nennen, dass mir das, was dazu sagen kann und sagen will, dann kann ich nicht einfach die Texte beiseite schieben, die mir nicht schmecken. Dann muss und ich darf mich damit auseinandersetzen. Und ich habe mich gefragt, wenn ich bei diesem Text innerlich direkt in den Abwehrmodus gehe, ob ich dann nicht genau den Fehler mache, vor dem Paulus mich hier in diesem Brief bewahren will. Dass ich mich nämlich zu sehr an die niedergeschriebenen Buchstaben orientiere und nicht an dem Heiligen Geist, der ja nach meiner Überzeugung hinter den Bibeltexten steckt. Wie kann ich diesen Worten Jesu, die mich so unglaublich herausfordern, mich ins Dunkel der Sünde stellen? Wie kann ich hinter diesen Buchstaben einen Geist entdecken, der mich lebendig macht? Wenn die Buchstaben das Problem sind, also das Lesen, habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es dann besser, auf die Worte oder sich den Worten hörend zu nähern. Wie heißt es so schön? Höre auf dein Herz. Also erzähle ich euch heute, was mein Herz mir erzählt hat. Es ist nur mein Herz. Daher gilt heute, gerade bei diesem hochsensiblen Thema, noch mehr was als das, was sonst auch schon gilt. Prüfet alles und das Gute behaltet. Also doch heute Markus. Hören wir dem Dialog zu. Eine Begebenheit, wie sie häufig im Evangelium zu finden ist. Pharisäer konfrontieren Jesus mit einer theologischen Frage. Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Jesus reagiert wie häufig in solchen Situationen. Er stellt eine Gegenfrage. Was hat Mose euch geboten? Um jetzt Frage und Gegenfrage kurzfristig einzuordnen, müssen wir uns kurz vergegenwärtigen. Wenn in der Bibel von Mose oder seinen Worten gesprochen wird, ist häufig nicht die Person an sich gemeint, sondern das religiöse Gesetz. Die 5 Bücher Mose bilden die jüdische Tora. Mose ist also hier gleichbedeutend mit dem Begriff Gesetz. Jesus hat hier gefragt oder fragt hier, was sagt das Gesetz? Die Pharisäer sind strenggläubige Juden, Schriftgelehrte. Sie kennen natürlich das Gesetz. Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Also Scheidung? Ja. Und die Antwort ist völlig korrekt. Wir können das nachlesen. 5. Mose 24, Vers 1, da steht's. Und jetzt kommt die Reaktion Jesu. Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Als ich mich dem Hörend genähert habe, ist mir eines aufgegangen, was ich nämlich nicht höre. Ich höre nicht, dass Jesus sagt, Mose hatte Unrecht, es ist nicht erlaubt, sich scheiden zu lassen. Das steht da nicht. Das höre ich nicht. Und obwohl die Pharisäer gerade die Frage nach der Erlaubnis thematisiert haben, antwortet Jesus nicht darauf. Und warum auch? Die Pharisäer haben sie ja schon bereits beantwortet. Aber, und jetzt wird es spannend, liebe Geschwister, finde ich, Jesus macht was viel Radikaleres. Statt auf die Frage nach dem Ob zu antworten, konfrontiert er die Pharisäer mit der Frage nach dem Warum. Warum gibt Mose bzw. das Gesetz euch zu scheiden? Jesus liefert die Antwort direkt mit, um eurer Herzenshärte willen. Und dann kommt dieses Aber von Jesus. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott. Liebe Geschwister, wir haben hier ein ganz neues Thema, einen ganz neuen Gegensatz. Es geht hier nicht darum, Scheidung ja oder nein. Es geht hier eher um den offensichtlichen Unterschied zwischen den harten Herzen und dem Willen Gottes. Jesus führt für mich die Diskussion hier auf eine ganz andere, viel tiefer gehende, sehr grundsätzliche Ebene. Es geht nicht um die Frage, ob es einem Paar erlaubt ist, sich zu trennen. Es geht um die Frage, das berührt nur die Oberfläche. Es geht um den Kern des Problems, wie ein Paar zusammenfindet und miteinander lebt.
Betrachten wir mal die Lebenswirklichkeit in der Antike zu Zeiten Jesu. Hochzeiten wurden meist arrangiert. Häufig ging es um wirtschaftliche, gesellschaftliche oder politische Gründe. Die Heiratenden selber wurden häufig kaum gefragt, sondern entschieden haben die Eltern. Und die Praxis herrschte sehr lange Zeit vor, zum Teil bis in die Moderne. In manchen Gegenden der Welt wird sie heute leider noch geübt. Und in unseren Gebräuchen, die ja zum Teil noch gepflegt werden von manchen, spiegelt sich das auch wieder. Der galante Bräutigam geht zu den Eltern, um die Hand der Braut anzuhalten. Ja, das waren früher Verkaufsgespräche. Und was hat Gott dagegen vorgesehen? Hören wir die Worte von Jesu. Ein Mann wird seine Eltern verlassen und wird an seiner Frau hängen. Bitte lasst die Formulierung mal kurze Zeit auf euch wirken, und zwar als bewusster Gegensatz zu den Worten Herzenshärte. Es geht hier nicht um Berechnung, sondern es geht um Zuneigung. Und ich finde das konsequent. Wenn wir glauben, dass die Bibel Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen ist, ja, ist es dann nicht denklogisch anzunehmen, dass es Gottes Wille ist, ihn zwar in einem elementaren Kernbereich menschlichen Zusammenlebens, dass dort derselbe Grundsatz gilt? Liebe? Und was ist das? Ich nenne 5 Aspekte. Vertrauen, Loyalität, Fürsorglichkeit, Verbundenheit, Respekt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da ist der wichtige Satzteil der erste, was Gott zusammengefügt hat. In einer Gesellschaft, in der nicht die innere Verbundenheit zweier Menschen, sondern Fremdbestimmung anhand äußerer Faktoren über eine Ehe entscheidet, haben Liebe, Loyalität, echte Verbundenheit kaum Platz. Da herrscht des Herzens Härte. In solchen Verbindungen geht es nicht um Gemeinschaft, sondern eher um zusammengepfercht sein. Sowas soll Gott zusammengefügt haben? Die Basisbibel übersetzt Herzenshärte anders. Und weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt. Aber was ist mit unserem heutigen Mitteleuropa? Demokratischer Rechtsstaat, verbriefte Menschenrechte. Arrangierte Ehen über die Köpfe der Brautleute hinweg sollten zumindest in diesem Land hier eigentlich kein Thema mehr sein. Doch ich fürchte, uns trifft der Vorwurf der Herzenshärte unter Umständen sogar noch mehr. In einer Gesellschaft, in der die jährliche Scheidungsquote zwischen 25% und 40% schwankt, für 10 Ehen werden 4 geschieden. Andererseits aber auch schon jede vierte Frau bereits häusliche Gewaltanwendung erlebt hat, ist die Herzenshärte nicht fremdbestimmt, sondern schlimmer noch, und ich spreche jetzt von den Tätern, selbstbestimmt. Beliebigkeit und Grausamkeit sind in meinen Augen beides Ausdruck einer Gesellschaft, die scheinbar zunehmend an rücksichtsloser Selbstbezogenheit krankt. Nach dem Motto, meine Interessen zählen, Ellenbogen raus. Wenn in erster Linie die eigenen Interessen relevant sind, geht es doch nicht um echte gleichberechtigte Partnerschaft, sondern um narzisstische Selbstbefriedigung, um Macht und Ohnmacht. Und das ist sicher nicht, was Jesus meinte, als er sagte, sie sollen ein Fleisch werden. Vertrauen, Loyalität, Fürsorge, Verbundenheit, Respekt, Liebe. Das ist grundlegendes Sich-Einlassen eines Ichs auf ein Du und umgekehrt, zu einem gemeinsamen Wir. Und das heißt nicht, dass das Ich und das Du aufgegeben wird, denn ein Wir besteht mindestens aus einem Du und einem Ich. Aber es verlangt natürlich stückweises Aufgehen, ständige Bewegung, Begegnung und Arbeit an mir selbst und an dem Wir. Zu einer solchen Partnerschaft, in der sich Gottes Heilszusage im gemeinsamen Ja der Partner zueinander wiederfindet, können wir dann doch zweifelsohne sagen, das hat Gott zusammengefügt. Und dann hat auch Jesus mit Sicherheit recht. Welcher Mensch sollte ein solches Wir scheiden? Zu dem Text aus Markus und zu dem, was ich bislang gesagt habe, gäbe es, glaube ich, noch unendlich viel zu diskutieren und zu sagen. Ist meine Vorstellung nicht ein Stück weit zu ideal? Wie sieht es denn konkret aus? Was ist, wenn das Wir anfangs echt ist, aber später doch verschwindet?
Wie ist in diesem Kontext die Aussage Jesu gegenüber seinen Jüngern zu verstehen, wonach eine Wiederheirat Ehebruch sei? Ich sage es ehrlich, das sind alles Fragen, über die wir nachdenken sollten, müssen, aber das sprengt nicht nur den Rahmen dieser Predigt, sondern jeder Predigt. Da wäre ein Dialog miteinander sicherlich besser geeignet, als dass ihr halt meine Meinung von der Kanzel hört. Aber eine Anmerkung möchte ich noch zu Markus machen. Zu dem Text loswerden, etwas, was ich gehört habe in diesem Text, in diesen Worten. Jesus spricht doch von Mann und Frau. Ist es jetzt nicht ein theologisches Argument für Heteronormativität gegen die Ehe für alle? Also es ist natürlich eins, es ist ein theologisches Argument, was Jesus hier vorbringt. Jesus führt ein theologisches Streitgespräch mit Schriftgelehrten. Er muss also natürlich theologisch argumentieren. Bei Fragen zu Tora ist es angebracht, mit der Tora zu antworten. Und deswegen zitiert Jesus hier die Schöpfungsgeschichte, Genesis, 1. Mose 2 bis 24. Das darf uns aber doch nicht den Blick darauf verstellen, dass es hier Jesus doch nicht um die Frage geht, welches Geschlecht die Partner einer Partnerschaft haben sollten oder müssen, sondern es geht in meinen Augen allein um die Frage der Qualität einer Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob sich Jesus jemals das Gedanken über heterosexuelle Beziehungen oder das, was wir heute homosexuelle Beziehungen oder das, was wir heute als homosexuelle Beziehungen bezeichnen, Gedanken gemacht hat. Die Evangelien schweigen zu dem Thema. Ich bin aber überzeugt, wenn ich diese Worte von Jesus höre, würde Jesus heute leben mit dem Wissen, das wir haben, dass die Frage der Sexualität eines Menschen keine ausschließliche Willensfrage ist, sondern in erster Linie und grundlegend auch biologische Aspekte hat, dass also asexuelle Menschen, bisexuelle, homo- oder heterosexuelle Menschen schlicht so geschaffen sind, dass sie in ihrem Sein Schöpfung sind, dann würde er hier nicht an den toten Buchstaben des Gesetzes festhalten, sondern den lebendigen Geist wirken lassen. Davon bin ich überzeugt. Und so gesehen ist das, was Jesus hier sagt, als Argument gegen die Pharisäer, kein Argument gegen, sondern eher für die Ehe für alle. Das Geschlecht ist nicht entscheidend, wenn es um die Qualität der Partnerschaft geht. Respekt, Fürsorge, Loyalität, Vertrauen, Verbundenheit und Liebe. Der Gott des Friedens bewahre euren Geist, euren Leib und euer Herz in Jesus Christus. Amen. Wie ihr alle wisst, oder auch nicht, ist meine Frage, leben wir, unsere Gemeinde existiert nicht von der Kirchensteuer, sondern die finanziert sich selber durch die Mitglieder oder durch die Besucher. Sei es hier, hinten steht ein brauner Krug am Ausgang und da darf man was reinlegen, so viel man will und kann, man kann auch dran vorbeigehen. Es ist keiner gebunden. Aber schön wäre es, um unseren Gottesdienst, um unsere Gemeinde am Leben zu halten, wäre es schön, wenn nachher was drin wäre. So danke ich jetzt für die Gaben, die sich einfinden, und bitte unseren Vater im Himmel, dass er jeden Geber, ob er bar oder überweisen tut oder Dauerauftrag, für seine großzügige Spende segnet und erquickt und einfach der himmlische Segen sich auftut über jeden Einzelnen. Ich bitte auch im Gebet für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Region, dass doch irgendwie das Ganze abgewendet wird, dass wir wieder frei
leben können ohne Maske, ohne Abstand, dass wir uns wieder umarmen können, dass wir aufeinander zugehen können und nicht denken, der andere könnte mein, ja, was auch immer er denkt. So bitte ich nochmals, segne unser Land, segne unsere Regierung, segne all die Entscheidungen treffen, dass die richtigen Maßnahmen, die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und ja, ich bitte auch für eine Gottesdienstbesucherin, die heute nicht da ist, die unter Depressionen leidet, dass du ihr begegnest, dass du ihr heraushilfst und dass sie sich helfen lässt. Und ich bitte für alle, die gesundheitlich angeschlagen sind, die Gebet brauchen, dass du sie berührst, dass du sie stärkst, dass du sie aufrichtest, so wie dein Wort sagt, du bist der Herr, unser Arzt. Und wir danken dir von Herzen. Amen. Wir kommen dazu, das Abendmahl zu feiern, in der Form, die momentan davon übrig geblieben ist. Ach, bevor wir das machen, lade ich euch ein, einfach sinke in dich hinein. Alles, ich sollte, ich hätte, ich müsste, ist jetzt nicht wichtig. Ich lade dich ein, in einem Moment der Stille bei dir selbst anzukommen, um die Begegnung mit Gott und Jesus, um dieser Begegnung Raum zu geben. Lasst uns still werden. In Metropolitan Community Churches auf der ganzen Welt feiern wir ein offenes Abendmahl. Damit meinen wir, dass jede und jeder eingeladen ist, dieses Fest Gottes mitzufeiern. Wir fragen nicht, ob jemand Mitglied dieser oder einer anderen Kirche ist, ob er oder sie getauft oder konfirmiert ist, denn es ist Gott selbst, der einlädt. Wer diese Einladung hört und Gott und Jesus Christus in Brot und der Frucht des Weinstockes begegnen will, ist herzlich eingeladen. In diesen Zeiten des besonderen Achtgebens aufeinander, wo eine Berührung, wo zu große Nähe oder einfach nur der Atem des anderen die Schwächeren krank machen kann. In diesen Zeiten verzichten wir darauf, das Abendmahl in Brot und der Frucht des Weinstockes auszuteilen. Wir wissen, das ist ein Mangel. Uns fehlt das Erleben, uns fehlt die Begegnung und die Berührung. Was nicht fehlt, an was kein Mangel herrscht, ist Gottes Liebe, Gottes Ruf und Gottes Einladung. Und so wagen wir es, dieses Fest als ein geistliches Abendmahl zu feiern, zu wissen, dass Gott unsere menschliche Distanz schon längst überbrückt hat, dass bei Gott kein Mangel ist. Und dass Jesus an unserer Seite ist, ganz nah. Und so erinnern wir uns an die Nacht, bevor Jesus verraten und verlassen wurde. Da saß er mit seinen Freundinnen und Freunden zusammen bei Tisch und sie feierten und aßen zusammen. Und er nahm das Brot vom Tisch. Er dankte Gott dafür. Er brach es, gab es all jenen, die bei ihm waren, und sagte: Kommt und esst alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen werden wird.
Tut dies, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Das gleiche nach dem Mahl nahm er den Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes. Er dankte abermals, gab ihn den Seinen, allen, die bei ihm waren, und sprach: Nehmt und trinkt alle davon. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen werden wird. Es wird vergossen für einen neuen Bund der Liebe und der Gnade und der Hingehörigkeit zu Gott, jetzt und alle Zeit. Trinkt, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Lasst uns daher Jesus Christus die Wirklichkeit in unserem Leben sein und das Geheimnis und Wunder unseres Glaubens verkünden. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Manche denken, Christus wird als Mensch wiederkommen. Und wir alle wissen, Christus ist jetzt hier, direkt unter uns, zu aller Zeit und zu jeder Zeit. Amen. Wir haben eine Liturgie des Mangels. Lasst sie uns zusammen sprechen. Das ist dieses Einlegeblatt in eurem Gottesdienstablauf. Guter Gott, wir feiern in Zeiten des Mangels. Uns fehlt die Sicherheit des Gewohnten. Uns fehlt die Nähe zueinander, die wir so sehr brauchen. Uns fehlt es, in den anderen die Geschwister zu sehen, ohne an Virus und Krankheit denken zu müssen. Daher teilen wir heute unseren Mangel. Nicht den Mangel an dir, Gott, denn du bist hier, deine Fülle umgibt uns. Wir teilen unseren Mangel. Nicht den Mangel an unserem Wollen, denn wir wollen wir damals feiern. Es ist der Mangel, der aus unserem Wissen kommt. Wir wollen einander schützen. Wir teilen unseren Mangel, damit du ihn füllst, damit du neu bei uns bist, damit wir dich neu erleben. Amen. Und mit den Worten von Paulus aus dem Römerbrief 8 schließe ich das Abendmahl ab. Man kann ein Abendmahl nicht abschließen. Das hört sich an, wie wenn ich einen Schlüssel zudrehe und einen Schrank zumache. Das geht natürlich nicht, sondern das ist einfach das Ende der Zeremonie. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Erleben. Und schon sind wir am Ende angelangt. Wie schnell doch dieser Gottesdienst rumging, wie kurzweilig es war. Und ich denke alle, wir haben was mitgenommen. Wir haben erfahren, dass es um Liebe geht, um Respekt, um Annahme, um Toleranz. Und das dürfen wir einfach mit nach Hause nehmen. Und so bitte ich euch, soweit ihr könnt, zum Schlusssegen aufzustehen. Vater im Himmel, wir stellen uns unter deinem Segen. Wir brauchen deinen Segen. Wir brauchen deine Führung, wir brauchen deine Fülle, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deinen Schutz,
Wir brauchen all das Gute, das uns hilft, im Leben in Liebe zu leben. Dass wir unseren Weg grad gehen. Dass wir da, wo es nötig ist, einschreiten. Das, wo es nötig ist, einfach die Liebe durchdringen zu lassen, auch wenn es uns noch so schwer fällt und unser Egoismus manchmal uns im Weg ist. Herr, schenk uns Weisheit, schenk uns Klugheit, schenk uns Verständnis, nach deinem Wort zu leben. Sei gesegnet mit Gesundheit, mit Kraft und mit Freude. Amen. Wir hören noch ein Nachspiel für Sunny.